So, weiter geht es mit Laverne und Day of Tentacle, wobei wir mit Laverne schon fertig sind. Das heißt, wir gehen jetzt zu Hoagie in die Vergangenheit und wir brauchen immer noch unsere Superbatterie für unseren Chronojohn. Jetzt muss ich erst nochmal überlegen, was wir hier schon alles haben, was wir noch nicht haben. Uns fehlt Ölessig, das Gold fehlt uns noch. So, als Gold brauchen wir diese goldene Feder. Dazu müssen wir aber diese drei Herrschaften hier rausbekommen. Und das geht wie folgt. Zuerst brauchen wir aber nochmal was von Bernhard. Nämlich unsere explodierende Zigarre und Feuer. Und dann bieten wir dem Washington nochmal was an. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ah, oh, da ist das Gebiss. Lecker. Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Oh, jetzt habe ich doch keine Schäden mehr. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben ja noch Schäden. Dann geben wir ihm nochmal die Schäden. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Kaffeehaak. Sieh mal, dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Gleich prügeln sie sich. Nee, doch nicht. 2 Stunden später. Du großes Baby. Ja, ihm hier war ziemlich kalt. Dem John Hancock. Jetzt können wir die Decke nehmen. Zip. So, aber wir müssen die immer noch hier rausbekommen. Dazu klettern wir den Herrschaften aufs Dach. Dann haben wir das ganze Haus. Am schlafenden Pony vorbei. Der Pony Express hat Pause. Die Katze wartet immer noch auf ihre Maus. Ja, dann decken wir mal ein bisschen den Kamin ab. Und siehe da. Da war das Toupet. Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Der Jefferson. Habt ihr das gesehen? Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. An der Katze vorbei. Am Pony Express vorbei. Ja, Ben Franklins Büro. Ja, Tante Else, die die Fahne macht. Dun, 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 dun. Und wir haben unser Gold. Jetzt schnell zurück. Ah, da steht er. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckt da eine Decke im Kamin. Sohn. Ah, wir hängen wieder, wir hängen wieder.
Und schnipp. Weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Die werden das, denke ich mal, jetzt ausdiskutieren. Gut, lassen wir sie in Frieden. Gehen wir unsere Sachen abliefern. Und holen wir uns dann unsere Batterie. Da sah man gerade das Maurer-Dekolleté. Na, sagt man das? Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Das Gold? Der Essig? Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Genau, und das Öl. Dann haben wir alles. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Genius at work. Da ist sie. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Ja, jetzt brauchen wir sie nur noch bei uns. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Zack. Oh, soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Also ich finde, das Spiel regt zum Diebstahl an, kann das sein? Naja, was ist hier Lustiges? DOS, wer kennt es noch? In Zeiten von Windows 7 wohl, glaube ich, nicht mehr allzu viel vertreten. Schauen wir es uns mal an. Voll mit Plänen und Müll. Na gut. Soll jetzt nicht heißen, dass DOS Müll ist. Ich finde es herrlich. So, ihn können wir jetzt getrost in Ruhe lassen. Ihn brauchen wir nämlich nicht mehr. Ja, das Problem der Batterie. Sie gehört mir. Die Poweranzeige steht auf Null. Genau. Nicht das Problem, dass es ihm gehört, sondern das Problem, dass die Poweranzeige auf Null steht. Aber da kann uns Franklin weiterhelfen. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ja, und bevor ich diese Frage beantworte, sehe ich, 10 Minuten sind gleich voll, da folgt jetzt eine etwas längere Videosequenz. Deswegen schneiden wir hier wieder, der Teil ist vorüber, der nächste folgt sogleich. Ändern wir bei 18. Adieu!